dran, sondern du kannst nur Hochkampf machen. Okay. Also gut. Aber er macht es richtig. Gucken wir mal, ob das richtig ist. Also ich glaube, diese Kamera ist auf jeden Fall an und die Kamera ist auch an, oder? Ja. Und dann, also, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Müller. Ich bin vom Balkonsolarverein in Freiburg. Und würde Sie jetzt kurz so mitnehmen an eine Dreiviertelstunde Einführung in Balkonsolar. Und danach haben wir dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also notieren Sie einfach Ihre Fragen. Wir schicken Ihnen die Präsentation am Sonntagnachmittag dann wahrscheinlich irgendwann zu. Das heißt, Sie müssen jetzt auch keine Fotos von den Folien irgendwie machen. Genau, darum gehen. Wir wollen erstmal schauen, Begrüßung, Vorstellung, warum ist Strom so teuer? Das ist ein bisschen die politische Einführung in das ganze Thema. Und dann geht es ein bisschen um die technischen Grundlagen. Wir haben die Sachen auch da, die werde ich auch zeigen, was sie brauchen, wie man es einsteckt. Amortisation, was man sonst noch machen kann. Dann gibt es eine Österreich-Folge mit falsch geschriebenem Österreich und dann noch mehr. Zunächst möchten wir uns aber bedanken bei der EWS in Schönau, die durch ihr Förderprogramm das ermöglicht hat, dass ich hierher kommen kann und auch gerade den Balkonsolarverein mit seinen Aktivitäten sehr gut unterstützt. Und auch bei mir im Kretzel fürs Einladen. Das ist ja auch wichtig, sonst wir werden ja fahren nicht einfach nach Wien, um irgendwie Vorträge zu geben oder so. Angefangen hat das Ganze so 2018. Ich bin Mitglied in Freiburg in einer Bürgerenergiegenossenschaft und da kam in der Bürgerenergiegenossenschaft so ein bisschen das Thema auf, es gibt doch jetzt diese Balkon-Solargeräte und könnte man damit was machen? Und dann habe ich mir mal eins gekauft und das bei mir auf den Balkon gestellt oder gelegt, da gab es noch keine Anbringung und das mal eingesteckt und dann mal so ausprobiert, geht es, flackert jetzt der Strom, brennt das Haus ab und so weiter und das ist alles irgendwie nicht passiert. Und dann war es so, dann haben wir den Rolf Behringer getroffen und der Rolf Behringer hat irgendwie Kontakte zu einem weiteren Freiburger Verein, der FESA, und der meinte, ja, wir haben da so eine Anlage, die muss vom Dach, könnte man nicht aus den alten Modulen und neuen Kleinwechselrichtern, könnte man da nicht so ein Upcycling machen. Wir verwenden die alten Module weiter, die gehen ja eigentlich noch, sonst müssen wir die wegwerfen bzw. sogar viel Geld für die Entsorgung bezahlen. Und der Rolf und ich haben das irgendwie ausprobiert, es hat funktioniert, auch da ist irgendwie nichts abgebrannt und keiner hat einen Stromschlag bekommen. Dann haben wir daraus so eine kleine Workshop-Reihe gemacht und dann habe ich die Inhalte des Workshops einmal aufgeschrieben im Make-Magazin und wir sind ja hier in einem Makerspace, die können Sie also da draußen wahrscheinlich das entsprechende Make-Magazin auch suchen und dann irgendwie finden, das war, glaube ich, nee, steht gar nicht drauf, welche Ausgabe es war, Sie finden es auch im Internet zum Nachlesen. Das hat den Hintergrund, in Deutschland haben wir ja im Jahr 2000 mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz einmal angefangen einzusteigen in die erneuerbaren Energien. Diese ganzen Anlagen haben einen Förderzeitraum von 20 Jahren. Jetzt stellt sich immer die Frage für die Betreiber, was machen sie eigentlich? Gehen sie auf Börsenstrompreis, dann kriegen sie relativ wenig und es lohnt sich kaum. Man hat damals immer Volleinspeiser gebaut. Oder gehen sie zum Elektriker und sagen, Elektriker, mach mir doch bitte aus meinem Volleinspeiser einen Überschusseinspeiser, also leg die Kabel ein bisschen um, sodass das über meinen Zähler läuft. Da ist man häufig aber im Bereich der substanziellen Änderung einer elektrischen Anlage, dann muss alles durchgeprüft werden, dann ist der Wechselrichter 20 Jahre alt und dann wird es irgendwie teuer, dann lohnt sich das nicht mehr, darum kommen relativ viele Anlagen vom Dach und es kommen dann größere Anlagen auch irgendwie drauf, weil wenn Sie die gleiche Unterkonstruktion verwenden, haben Sie heute ungefähr das Doppelte an Ertrag. So, das ist jetzt, glaube ich, die riesige Bombe, die explodiert. nicht von der Atomindustrie oder so ähnlich hier. Wir haben noch gar nicht drüber angefangen. Genau, also das heißt, man hat jetzt so ein bisschen so alte Module, mit denen kann man was machen. Nachdem dieser Artikel erschien, gab es nicht mehr so viele alte Module, weil es jetzt eine gute Zweitverwendung gibt und die auf eBay Kleinanzeigen auch relativ teuer geworden sind inzwischen, sodass es manchmal gar nicht mehr lohnt, weil so ein neues Modul, wie es hier steht, 400 Watt, 180 Euro, dann können Sie sich ausrechnen, wie viel Sie bezahlen müssen oder wie viel ein 20 Jahre altes Modul Ihnen vielleicht noch wert ist. Wenn jemand kommt und sagt, bei eBay Kleinanzeigen, ich habe da so ein 100 Watt Modul von vor 20 Jahren, das könnte ich Ihnen jetzt für 100 Euro verkaufen, dann können Sie natürlich zu dem sagen, tolles Angebot, aber für 200 Euro kriege ich 400 Watt. Und außerdem hast du damit schon 20 Jahre lang Geld verdient. Du hast nämlich mindestens 10 Jahre mit der damaligen Einspeisevergütung Gutüberschuss gemacht. Ist ein bisschen unverschämt, dieser Preis. Genau. Aber, also so kam es zu diesem Artikel und jetzt bin ich immer mal wieder eingeladen.
Als ich dann eingeladen wurde nach Wien, habe ich gedacht, ja, das Wien, wozu, die brauchen doch gar nicht, die haben das doch mit dem Balkon-Solar und dem Kleinsolar eigentlich erfunden. Da gibt es den Frank Niesler, das ist irgendwie so der österreichische Solarpionier schlechthin, ganz wichtig, hat bis 2013 ist er gestorben, hat hier damals schon 1995 ein Gerät entwickelt, das nannte er den Solarkraftzwerg oder den Kraftzwerg 100 Watt. Wir haben vorhin noch eine Anzeige zugetwittert bekommen, 100 Watt Modul plus Wechselrichter, damals 1600 Mark. Und das wurde so ein bisschen als Netzentlastungsgerät vermarktet, dass man konnte sich das irgendwie hinhängen oder so. Der Kleinwechselrichter könne sehr, sehr preiswert werden. Sein Vorstandgerät von Leuchtstofflampen doch gar nicht so unähnlich und so. Ja, und hat auch 95 mal 10 Module installiert. Dann wurde es irgendwie still um das Thema. Es kamen dann die großen Dachanlagen. Und es gibt auch, wenn man dieses Buch hier, Solare Zeiten von Bernhard Janzig liest, auch immer eine Geschichte, dass Solar vorhin auf Dächern von Einzelpersonen oder die Nutzung von Solarenergie durch Einzelpersonen gerne von Energieunternehmen blockiert und verhindert wurde, weil das ihr Geschäftsmodell in Frage stellt. Ne? Weil das Geschäftsmodell eines Energieunternehmens ist bisher, ich habe ein Kraftwerk, ich habe Leitungen und dann verkaufe ich Leuten Strom. Und wenn jetzt plötzlich die Leute selber anfangen, Strom zu erzeugen und irgendwie untereinander zu verkaufen, dann bin ich ja als Energieunternehmen, vielleicht braucht man mich gar nicht mehr. Deswegen gibt es ganz viele Beispiele, wie die versucht haben, es gibt hier jemand Blinksignale, die Leute versucht haben, das irgendwie zu verhindern als Energieunternehmen. Gesagt, ja, so große Solarparks, ja gut, so ein riesen Windrad auch noch gut, aber so aufs Dach, nee, das lieber nicht. Okay, warum ist Strom im Moment so teuer? Jetzt sehen Sie hier Folien aus Deutschland, da können Sie sagen, was geht mich als Österreicher an, was in Deutschland passiert. Sind ja zwei Länder, ja. Aber wir sind in einem Europa und haben einen einzigen Energiemarkt in Europa. Unsere Stromnetze sind miteinander verbunden und auch sonst beim Energiemarkt sind wir miteinander verbunden. Darum ist auch für Sie relevant, dass die CSU in Bayern es verhindert hat oder lange Zeit blockiert hat, dass diese Südlink-Leitung gebaut wird. Und die Idee der Südlink-Leitung ist, in Deutschland stehen, die hat man am meisten Wind an der Nord- und an der Ostseeküste. Das verbindet es immer, deswegen haben die Luft, ja? Wenn Sie mal in Hamburg waren oder so an der Küste, hier immer Wind und alles ganz flach. Und man muss aber diesen Wind irgendwie nach Süddeutschland leiten, also den Strom vom Wind, damit er dann in München, in Nürnberg und so in Industrieunternehmen auch verwendet werden kann. Jetzt hat die CSU einfach diese Trassen verhindert, weil man ja keine Hochspannungsleitungen haben will, aber Atomkraftwerke ja die Landschaft nicht irgendwie verschandeln. Sie können sich gerne, gut, hier vorne haben wir noch Platz. Ich habe auch gerade Mittag gegessen, darum ist es keine Gefahr, dass ich beiße. Und es ist natürlich so, wenn Strom schon nicht in Bayern ankommt, dann kommt er auch in Österreich sozusagen nicht an. Was macht jetzt der deutsche Netzbetreiber? Weil Deutschland wird sozusagen als eine Strompreiszone behandelt. Wenn wir viel billigen Strom im Norden haben, wird der Preis niedrig. Der ist aber nicht notwendigerweise in Bayern verfügbar. Sprich, ich muss in Bayern ein Kraftwerk laufen lassen, das Kohle verbrennt, um auch in Bayern diesen Strom zu haben und muss dann das Ganze über eine Umlage nochmal refinanzieren. Das treibt also der billige Strompreis treibt dann unter Umständen sogar den Preis in Bayern insgesamt wieder hoch. So, also der billige Strom kommt nicht an. Das zweite Problem ist, was hat der Herr Altmaier gemacht? 2012, er hat den Solarausbau in Deutschland abgewürgt. Da haben wir jedes Jahr 8 Gigawatt Solar aufs Dach gemacht. Würden wir das einfach fortsetzen, hätten wir jetzt wahrscheinlich überhaupt null Probleme, sondern super viel Strom. Gleichzeitig hat 2017 auch nochmal die Merkel-Regierung dann den Windkraftausbau zerstört. Beides mal mit dem Verlust von vielen Arbeitsplätzen. Bei der Solarbranche waren es damals 100.000 Arbeitsplätze, die verloren gegangen sind. Bei der Windbranche ist es so, dass das letzte Werk in Deutschland, was diese Flügel macht, ja, für die Turbinen, dass das jetzt geschlossen wird. Gleichzeitig ist natürlich der Gaspreis gestiegen, ist wieder gesunken, aber trotzdem. Und auch eine ganze Reihe von Menschen in Süddeutschland haben davon profitiert. Also der Geschäftsführer von der Nord Stream Pipeline, der wohnt in einem Dorf bei Freiburg und hat dort auch finanziert, man vermutet, er hat dort die Anti-Windkraft-Bürgerinitiative finanziert. Ja?
Und hat auch sonst gerne sehr viele Dinge so mit so kleinen Checks unterstützt. Und dann fand man ihn sehr toll und ist jetzt erst jetzt so ein bisschen drauf gekommen, dass er ja Honorarkonsul Russlands war, auch bis 2 Wochen nach der Invasion. Dann hat er gesagt, dass er das jetzt doch nicht mehr so unterstützen kann. Das zweite Problem ist, in unserem europäischen Energiemarkt in Frankreich hat man so Atomkraftwerke gebaut, meistens so in der Zeit, in der ich noch nicht geboren war oder in die noch nicht mal im Kindergarten ging. Die sind jetzt alle so 34 Jahre im Durchschnitt alt. Und wenn Sie halt mit einem 34 Jahre alten Peugeot rumfahren, dann ist das nicht mehr ganz so zuverlässig wie mit einem neuen Fahrzeug. Ja, da muss man halt ab und zu mal in die Wartung und dann erzeugt man keinen Strom. Und dann hat man im letzten Sommer es auch noch geschafft, oder in den letzten beiden Sommern, keine Wartungen durchgeführt, weil da war ja Corona. Und hat auch noch gemerkt, wenn es in Frankreich im Sommer heiß ist, dann ist in den Flüssen nicht mehr genug Wasser, dann können wir unsere Kernkraftwerke nicht mehr kühlen, kein Problem. Dann ändern wir ein bisschen die Sicherheitshinweise, dass wir die Flüsse noch weiter aufheizen dürfen, dann ist er halt irgendwann ökologisch tot, aber unser Kernkraftwerk können wir weiter kühlen. Und dann hat man auch noch festgestellt in Frankreich, dass eine ganze Reihe der Kraftwerke bräuchten eine Dokumentation über bestimmte Stahlteile und die Firma, die diese Stahlteile fabriziert hat, hat einfach auch die Dokumentation über Jahrzehnte gefälscht und die Röntgenbilder sind nicht mehr auffindbar. Darum weiß man bei französischen Atomreaktoren bei gewissen Stahlteilen einfach nicht, wie gut sie sind. Haben jetzt ja auch gehalten und so, von daher läuft es irgendwie. Aber alles wird besser. Wenn wir Glück haben, geht diesen Dezember der erste Reaktorneubau in Europa in den letzten 30 Jahren oder so in Betrieb in Finnland. Und dann können wir zumindest da wieder Strom erzeugen. Deswegen haben sie das Problem, dass also in Frankreich einfach Strom fehlt. Und es ist so, der französische Stromverbrauch ist so im Dezember, Januar immer am höchsten, weil das, was die Wiener mit ihren Gasthermen haben, haben die Pariser und anderen Franzosen mit so Elektroheizungen. Ja, das ist auch eine geht prima mit einem Atomkraftwerk. Nachts habe ich sowieso viel Strom aus dem Atomkraftwerk, kann es ja nicht regeln. Also verkauft den Leuten Elektroheizungen, damit sie nachts Strom verbrauchen. Jetzt ist es halt so, wenn ich dann irgendwann zu wenig Strom habe, dann haben halt vielleicht die Leute auch keine Heizung mehr oder so. Ja? Jetzt in Österreich hat man mal so zwischen 2005 und 2010 eine Windkraftausbaupause eingelegt. Und war dann auch sonst etwas ganz genehm, also so Solarausbau nennenswert, erst ab 2010 überhaupt, aber immerhin stark steigern. Man muss aber gucken, ob man damit auch hinkommt, weil wir wollen ja irgendwann unseren gesamten Strom Solar und mit Wind erzeugen, vielleicht nochmal mit ein bisschen Wasserkraft. Und wir haben ja auch einen stark steigenden Strombedarf, weil wenn wir uns jetzt alle Elektroautos kaufen, dann haben wir zwar deutlich geringere Primärenergie, die wir brauchen, also nur ein Drittel, aber wir brauchen dann halt etwas Strom. Und genauso, wenn wir dann Wärmepumpen bei uns einbauen, dann brauchen wir auch Strom, um die Wärmepumpe zu betreiben. Deswegen steigt tendenziell unser Strombedarf, auch wenn unser Primärenergiebedarf sinkt. Okay, aber jetzt zum Thema Solar. So viel zur Einordnung. Das ist eine Kirche in Freiburg, Herz Jesu, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof, ist nicht das Freiburger Münster, auch wenn man es ab und zu mal dafür hält, hat nämlich zwei Türme. Ne? Zwei Türme ist ja immer der Bischofssitz, ein Turm ist die normale Pfarrkirche, aber als sie die um 1900 gebaut haben, hat der Freiburger Erzbischof gesagt, er bräuchte jetzt mal eine Kirche, die ihn an seine Heimat erinnert. Und er war nämlich der Erzbischof von, das habe ich immer noch nicht nachgeguckt, ich glaube von Trier, und das Trierer Münster hat nämlich zwei so. Genau. Und hier sieht man aber vorne dran das Konzerthaus in Freiburg. Das hat auf dem Dach eine Solaranlage und eigentlich besteht so eine Solaranlage immer aus 4 Teilen, nämlich Solarmodulen, wie wir sie ja auch haben, dann ein Kabel vom Solarmodul zum Wechselrichter, ein bisschen der Befestigung, dass die nicht weggeweht werden, und dann einem Kabel vom Wechselrichter zum Netz. So. Na, immer die gleichen Teile. Ein Problem haben wir noch, aus den Solarmodulen kommt hinten Gleichstrom raus und was wir ins Stromnetz einspeisen können, ist ja Wechselstrom. Wechselstrom hat viele Vorteile, kann man besser übertragen, kann man einfachere Motoren bauen und so weiter.
Und deswegen brauche ich eben diesen Wechselrichter, der da sitzt. Der Wechselrichter hat bei uns noch eine zweite tolle Funktion. Er ist ungefähr so groß wie so eine Pralinenschachtel. Ich habe die jetzt extra geschlossen, damit ich sie nachher alle essen kann. Also hier ist so ein Wechselrichter, schön klein. Er schaltet sich dann ab, wenn er auf der anderen Seite kein Stromnetz sieht. Das heißt, wir ziehen den Stecker irgendwie raus. Jetzt hätten wir vielleicht Angst, wenn wir da an die Klinge dran fassen. Aber da passiert einfach nichts, weil er sich innerhalb von Millisekunden ausschaltet. Im Gegensatz übrigens zum Staubsauger, der noch bis zu 6 Sekunden an der Klinge Spannung haben darf. Wenn er die. Genau. Okay. Genau, so sieht es irgendwie bei uns aus. Wir haben hier ein Solarpanel oder zwei am Balkon hängen oder auf dem Balkon stehen oder auf unserem Vorgarten stehen. Das ist mit dem Wechselrichter verbunden. Der Wechselrichter hat einen ganz normalen Stecker und eine ganz normale Schuko, ja, ganz normaler Stecker hier für die Schuko-Steckdose. Das verbinden wir mit dem Wechselrichter und dann rein in die Steckdose. Dann fließt der Strom zunächst in das Netz bei uns in der Wohnung. Und wir haben Strom für die Geräte, die wir in der Wohnung haben. Alles, was wir zu viel erzeugen, also wenn wir mehr als 400 Watt aktuell erzeugen oder 400 Watt erzeugen und aber gar nicht so viel Strom verbrauchen, weil wir vielleicht gar nicht zu Hause sind und nur der Kühlschrank irgendwie läuft und unser Router, dann speisen wir den Strom ins Stromnetz ein. Wenn wir jetzt nach Hause kommen und fangen plötzlich an mit Kochen und irgendwie Gaming-PC gucken und großen Fernseher und so, dann beziehen wir vielleicht mehr Strom aus dem Netz und nehmen das aus dem Netz raus, so wie jetzt auch schon. So, die wunderbare, ich hoffe, der Sicherungskasten bei Ihnen hat nicht so Stromblitze, die rausgehen, das wäre unter Umständen ungeschickt, aber die Grafik macht deutlich, ne, wir stecken das ein, wir haben hier möglicherweise einen Stromkreis, der geht zum Sicherungskasten, und dann haben wir weitere Stromkreise im Haus, vielleicht hier in der Küche zum Kühlschrank und dann noch hier im Wohnzimmer, wo unser Staubsaugerroboter gerade auflädt und dann vielleicht noch, was weiß ich, in den Flur zum Router, wo irgendwie das Internet ankommt. Und dann haben wir hier einen Sicherungskasten, dann geht hier ein Zähler, das ist der Zähler und über den Zähler geht es ins allgemeine Stromnetz. Und der ganze Unterschied zu einer großen Solaranlage ist eigentlich, wir haben statt irgendwie Dutzenden Modulen oder Hunderten Modulen und einem großen Wechselrichter, der so groß ist wie ein Schrank, einfach nur ein Wechselrichter, der ist so groß wie die Pralinenschachtel und halt nur ein Modul. So, was können wir damit betreiben mit so einem Modul? Haben wir im Haushalt so Geräte, die sind eigentlich immer an und die brauchen immer ein bisschen Strom. So, wenn ich das sage, ist es sogar ein bisschen irreführend, weil der größte Einzelverbraucher im Haushalt ist in der Regel der eigene Kühlschrank, weil der eben 24 Stunden läuft, um sich zu kühlen, beziehungsweise es geht dann nochmal aus, wenn er kalt genug ist, dann nach einer Stunde oder so geht er wieder an, fängt er wieder an, ein bisschen zu kühlen. Das ist so der größte Verbraucher über das Jahr. Diesen Verbraucher können wir tagsüber wunderbar abdecken, wenn wir ein Balkon-Solargerät haben, nämlich über den Strom, den wir selbst erzeugen. Darüber hinaus noch die anderen kleineren Geräte, nämlich Radio, Ladegeräte, Router und so weiter. Was wir jetzt nicht abdecken können, das ist alles das, was viel Strom verbraucht, aber auch nur kurz an ist. Ja? Der Unterschied Strom und Leistung. Wir haben zum Beispiel hier einen Wasserkocher. Den Wasserkocher, den mache ich Wasser rein, dann schalte ich ihn ein, dann ist nach 2 Minuten das Wasser warm und dann schaltet er sich wieder aus. In diesen 2 Minuten zieht er 1 Kilowatt aus dem Netz. Ja? So meistens so Kilowatt Leistung Wasserkocher, manche auch noch mehr. Braucht es aber nur 2 Minuten. Wenn wir jetzt sagen können, okay, wie viel braucht denn der dann eigentlich so übers Jahr? Kann ich sagen, ich mache mir jeden Tag einmal Tee. Jetzt bräuchte man jemanden, der hat gerade ein Handy irgendwie da. Dann kannst du mal ausrechnen, 365 Mal. Dann ist der 2 Minuten an, also mal 2. Mal 1 Kilowatt Leistung und jetzt wollen wir wissen, über wie viel Kilowattstunden der gebraucht hat. Das heißt, wir teilen das Ganze durch 60. Und jetzt wissen wir, wie viel braucht mein Wasserkocher im Jahr? 12,1. Also 12,1 Kilowattstunden verbrauche ich durch meinen Wasserkocher. So. Das Problem ist, diese 12,1 brauche ich immer nur 2 Minuten. Das ist eine Leistung, die können wir schlecht über Balkonsolar abdecken, weil es nur ganz kurz ganz wenig Strom verbraucht. Aber den restlichen 23 Stunden, 58 Minuten vom Tag ist er halt nicht eingeschaltet. So.
auch nicht so gut funktioniert zum Beispiel der Herd, weil Herde brauchen einfach sehr viel Strom. Oder so ein Föhn. Jetzt hat mein Friseur aber gesagt, ich brauche gar keinen Föhn. Das heißt, ich kann Strom sparen. Es soll das Lufttrocknen, hat er gemeint. Und was natürlich auch nicht ist, was wir abdecken können, ist, wenn ich jetzt das Elektroauto lade. Ja? Weil so die mein Elektroauto, das hat sowas, das nennt sich ein Ladeziegel. Das ist fast so ein Ziegel, den man auch im Haus hat. Den steckt man ein in die normale Steckdose und auf der anderen Seite im Elektroauto und dann zieht der 1600 Watt irgendwie 10 Stunden und dann ist das Elektroauto voll. Weil der so viel zieht, hat er sogar so einen Messfühler in der Steckdose, dass der guckt, wenn die Steckdose warm wird, schaltet er sich irgendwie ab. Aber man darf das. Das ist auch sehr interessant bei dieser ganzen Diskussion um den Schuko-Stecker. Also ich darf offensichtlich so ein Elektroauto anschließen, was super viel Strom daraus zieht und das warm macht, aber und deutlich mehr als so ein Balkonsolargerät erzeugt. Genau, das würde dann halt 1600 Watt erzeugen. Wir haben aber nur 400 Watt. Naja, okay, da muss ich noch 1200 immer aus dem Netz rausnehmen. Aber immerhin habe ich schon mal Strom billiger aus dem Netz, also nicht aus dem, billiger als aus dem Netz selbst erzeugt. Genau, die Vorteile von der Anlage ist, schneller Aufbau, keine lange Planung und Genehmigung. Also so Windparks haben ja manchmal so eine Genehmigung, wenn man mit dem Beginn des Genehmigungsprozesses ein Kind zeugt, dann ist das irgendwie eingeschult, bevor der Windpark gebaut wird oder so. Und muss dabei noch nicht mal zurückgestellt werden von der Schulbehörde. Sondern ich kann das mit so einem Balkon- und Solargerät, ich kann es eigentlich bestellen und aufhängen. Sollte vielleicht vorher nochmal mit meinem Vermieter und der WEG klären, ob das für sie auch okay ist. Und das zweite Problem an Energiewende war bisher immer, es konnten sich nur Leute daran beteiligen, die mindestens ein Dach besitzen. Und in Städten ist es halt so, die wenigsten Leute besitzen ein Haus mit einem Dach, sondern die wohnen irgendwie zur Miete oder zur Eigentumswohnung und das Dach gehört dann jemand anderem. Deswegen geht das jetzt aber auch. Und was wir auch ganz toll haben, super viele von den Leuten, die das irgendwie machen, fangen plötzlich an, ganz bewusst mit ihrem Stromverbrauch umzugehen. Die kaufen sich so ein Messgerät und fangen dann an, zu Hause zu messen, wie viel braucht eigentlich meine Stereoanlage, wenn sie ausgeschaltet ist und nur in Standby. Und dann kommt man plötzlich auf ganz absurde Beträge. Oder wie viel braucht so ein uralter Radiowecker? Oder was habe ich sonst noch so für Geräte, die ich eigentlich gar nicht brauche, aber die man irgendwie so einschaltet aus Gewohnheit? Und deswegen kann man ungefähr sagen, man hat 10% des Verbrauchs im Haushalt. Das hängt immer stark vom Nutzungsprofil ab. Klar, wenn ich jemand bin, der irgendwie morgens um 7 das Haus verlässt, dann gehe ich in die Fabrik zum Arbeiten, esse dort zu Mittag, dann komme ich irgendwie um 17 Uhr heim, dann gehe ich noch, ins Fitnessstudio 2 Stunden und dann noch in die Kneipe zu meinen Freunden und dann bin ich um 21 Uhr zu Hause. Dann brauche ich eigentlich keinen Strom, weil ich wahrscheinlich gar nichts auch im Kühlschrank liegen habe, den kann ich ausschalten. Und wenn ich jetzt die vierköpfige Familie bin, da sind irgendwie 2 im Homeoffice, die kochen sich tagsüber, keine Ahnung, weil sie im Homeoffice sind und backen vielleicht noch oder so, dann habe ich viel größeren Strombedarf und kann das viel besser ausschöpfen. Deswegen sind diese 10% immer so ein überschlägiger Wert und man kann es nochmal selber ein bisschen genauer bestimmen. Aber man kann eigentlich immer sagen, wenn Sie einen geeigneten Balkon haben und Strom verbrauchen, dann lohnt es sich. Weitere Sache ist, als wir so 2018 angefangen haben mit dem Ganzen, da waren ganz viele Dinge einfach ungeklärt. Nämlich, es war irgendwie ungeklärt, es gab keine Systeme, um es an den Balkon zu hängen. Das musste man selber bauen, ja, oder bauen lassen. Es gab auch nicht so richtig technische Normen in Deutschland. Immerhin, Wechselrichter wurden verkauft, das gab es. Elektriker, die irgendwas mit Full-Service anbieten, gab es auch nicht. Ich habe die angerufen, Freiburg gesagt, hier hätte ich gerne was. Nee, machen wir nicht, wollen wir nicht, keine Zeit. Vermieter waren eben sehr skeptisch. Und Netzbetreiber hatten eigentlich auch keine Lust auf das Ganze. Jetzt haben sich die Themen aber so ein bisschen geändert. Ja. Das System, also Anbringung ist geklärt, technische Normen sind auch geklärt. Wir befinden uns jetzt gerade in einem normalen Normungsverfahren, wo wir hoffentlich in Deutschland auch das Thema Schuko-Stecker wegkriegen. Das haben sie glücklicherweise in Österreich als Thema nicht. Sie dürfen es immer mit dem Schuko-Stecker einstecken. Wir hatten jetzt eine Zeit lang Probleme, dass es keine Wechselrichter gab, aber auch jetzt sind die Container aus China wieder eingetroffen und es gibt wieder Wechselrichter und die Wechselrichter Importeure rufen einen wieder an und sagen, hier, ich habe ein Lagerhaus voller Wechselrichter, wollen Sie nicht mal 100 Stück davon kaufen?
Immer, ich brauche aber nur 10. Okay, Elektriker, die Full-Service anbieten, haben wir immer noch nicht. Braucht man aber eigentlich auch nicht, weil der Clou ist ja, dass man das ohne Elektriker machen kann. Und Vermieter und Netzbetreiber kommen so langsam auch dahin. Also wir haben jetzt bei Netzbetreibern viele Sachen auch geklärt durch langes Nachhaken. Genau. Jetzt zur Situation in Österreich. Würdest du noch kurz was dazu sagen? Komm doch hier in die Mitte, dann bist du auch im Film. Ich habe schon mal hier so ein bisschen, weil Freiburg war ja mal vorderösterreichische Hauptstadt, hier auch von unserem Rathaus diesen wunderbaren Doppeladler weggenommen. Ich gehe jetzt hier aus dem... Genau, ich musste mir das tatsächlich erstmal recherchieren und aufschreiben. Und zwar geht es um die Frage Akzeptanz beim Netzbetreiber. Gell? Und zwar muss man tatsächlich die Balkonsolaranlage 2 Wochen, bevor man sie in Betrieb nimmt, muss man sie anmelden beim Netzbetreiber. Das ist dann ein Online-Formular. Und da gibt es dann ein kleines Häkchen und da wird gefragt, ob die Elektrikfachkraft tatsächlich die Balkonsolaranlage auch angeschlossen hat. Und jetzt diese Elektrikfachkraft, ihr müsst euch das so vorstellen, Schuko-Stecker ist ja ein ganz normaler Haushaltsstecker, wie wir ihn von zu Hause auch vom Föhn kennen. Gell? Also möchtest du mal Elektrikfachkraft sein? Ja. Ja, dann stecken wir mal, also wir stecken hier 1. Okay, aber das ist noch nicht der, gell? Nee, wir machen das jetzt hier mal richtig hier, dass wir, ich hoffe, dass ich hier auch im Video zu sehen bin. Also so, das hier müssen wir noch unser Modul anschließen. Das ist aber auch, es ist wirklich idiotensicher oder idiotinnensicher, soll es ja auch geben. Ich will hier keinen ausschließen, weil man kann das nur richtig anschließen aufgrund der Stecker, also einmal hier rein. Und jetzt kommt das andere Kabel, kannst du auch gerade schon nehmen. Nee, wir machen das jetzt richtig hier ans Modul auch dran. Okay. Ja, anderes Kabel hier. Auf diesen Schuko-Stecker. Ja, jetzt machen wir das gleich alles mit Schuko-Stecker kommen. So. Ja. So, also das haben wir jetzt hier und diese Kabel machen wir dann ans Modul. Das war vorher noch. Vorher nicht geübt, man sieht es, ne? Ja. Zu Hause hat es noch funktioniert. Ja. Nee, also tatsächlich hier. So, und jetzt, also alles ist miteinander verbunden. Modul, Wechselrichter hier. Und nun kommt unsere... Genau, und das möchte ich ganz kurz zeigen. Einfach, was ist denn so ein Schuko-Stecker? Und das ist dieses Ding hier, gell? Also wie man es eben von zu Hause auch von den ganz normalen Geräten kennt. Und den stecke ich jetzt ein. Jetzt gucken wir mal, ob irgendwas passiert. Ja. Und bisher noch nichts. Bisher noch nichts. Genau. Und auf jeden Fall fragt die Wien Energie eben bei ihrem Anmeldeding ab, bei diesem Balkonsolar, dass eine Elektrikfachkraft es eingerichtet hat oder angesteckt hat. Und jetzt habt ihr ja gesehen, wie das ging. Also, ich meine. Oh, das heißt, man braucht schon eine Steckdose halt am Balkon draußen, oder? Das schon, aber zu den Voraussetzungen kommen wir noch. Aber dieses Ganze mit dem Schuko-Stecker, wenn eine Steckdose draußen ist tatsächlich, gell, dann steckt man das Ding da einfach in diese Steckdose rein. Ich war letztens auf einem anderen Vortrag über Balkon-Solargeräte und sie meinten, dass geht tatsächlich in Österreich nicht mit dem Schuko-Stecker. Doch, und jetzt kommt es nämlich, was der Grund ist, warum es geht. Und es war wirklich in Österreich in den letzten Monaten Diskussionen hin und her. Also da geht es um Normen. Tatsächlich die Wirtschaftskammer und die Elektriker, was das auch ist, Fachinnung, möchten gerne, dass das nicht so geht einfach mit den Schuko-Steckern, sondern sie möchten gerne, dass es ein bisschen aufwendiger wird oder anders ist. Und jetzt hat sich dann endlich der oberste Mensch von der Netzaufsichtsbehörde E-Control, das ist der Professor Dr. Alfons Haber, zu Wort gemeldet und hat eine Pressemitteilung rausgegeben, APA, und das ist dann tatsächlich auch in der Kronenzeitung gestanden.
Und zwar, er hat geschrieben, auch mit Schuko-Stecker sind diese Kleinerzeuger-Anlagen erlaubt. Es sei lediglich darauf zu achten, dass ein FI-Schalter vorhanden, das betrifft jetzt den Wechselrichter, FI-Schalter vorhanden und der Wechselrichter zertifiziert sei. Zudem sollten keine Mehrfachsteckdosen verwendet werden oder Verlängerungskabel eingesetzt werden. Und dann, also, und das war wirklich so, jetzt hat man nochmal